Hallo ihr Lieben, wir schließen heute mit Daniel Kapitel 6 ab. Daniel ist in der Löwengruppe, mitten in der Krise. Und wie geht's weiter? Wird er überleben? Dann zog sich der König in seinen Palast zurück und er verbrachte die Nacht fastend und ließ keine Frau zu sich führen. Und der Schlaf floh von ihm. Beim Anbruch der Morgenröte aber stand der König auf und begab sich rasch zur Löwengrube. Und als er sich der Grube näherte, rief er Daniel mit angstvoller Stimme. Der König begann und sprach zu Daniel: Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, dich von den Löwen retten können? Da sprach Daniel zu dem König: O König, mögest du ewig leben. Mein Gott hat seinen Engel gesandt und den Rachen der Löwen verschlossen, dass sie mir kein Leid zufügten, weil vor ihm meine Unschuld offenbar war und ich auch dir gegenüber, O König, nichts Böses verübt habe. Da wurde der König sehr froh und befahl Daniel, aus der Grube heraufzuziehen. Als man Daniel aus der Grube heraufgebracht hatte, fand sich keine Verletzung in ihm, denn er hatte seinem Gott vertraut. Da befahl der König, jene Männer herbeizuholen, die Daniel verleumdet hatten, und man warf sie in die Löwengrube, sie, ihre Frau und Kinder, und ehe sie noch den Boden der Grube berührten, waren die Löwen schon über sie hergefallen und zermalmten ihnen alle Gebeine. Das war der Normalzustand. Man hat die hungern lassen, die Löwen, tagelang, dass wenn jemand reinkommen würde, da keine Gnade wäre. Und hier haben sie die reingeschmissen, ehe sie den Boden berühren. Das Ding wurde hochgezogen, die wurden reingeschmissen, dem König war alle Prozedur egal und der hat die zermalmen lassen. Darauf schrieb der König Darius an alle Völker, Stämme, Sprachen, die im ganzen Land wohnten, seinem chaldäischen Land. Euer Friede nehme zu, es ist von mir ein Befehl erlassen worden, dass man sich im ganzen Bereich meiner Herrschaft vor dem Gott Daniels fürchten und scheuen soll. Denn er ist der lebendige Gott, welcher in Ewigkeit bleibt und sein Königreich wird nie zugrunde gehen. Seine Herrschaft hat kein Ende. Wahnsinn, dieser König spricht so tiefe Aussagen. Und ich persönlich glaube, dass er Gott irgendwie kennengelernt hat. Vielleicht ist er sogar im Himmel. Wir wissen das nicht. Es ist spannend, wenn wir alles im Himmel treffen werden. Zumindest von der Aussage könnte es sogar sein, dass Darius Gott noch persönlich kennengelernt hat. Er errettet und befreit. Er tut Zeichen und Wunder am Himmel und auf der Erde. Er hat Daniel aus der Gewalt der Löwen errettet. Und diesem Daniel ging es von da an gut unter der Regierung des Darius und unter der Regierung des Kyros des Persers. Jetzt wissen wir auch, warum da Darius und Kyros steht. So, lass uns hineinsteigen nochmal in den Text und von Anfang an. Wir sehen, Darius schläft in dem schönsten Bett. Der hat ein Königsbett, das weichste Bett in dieser Zeit. Und der hat keinen Schlaf. Daniel hingegen ist bei den Löwen und schläft seelenruhig. Irgendwo auf einem harten Boden, steinigen Boden in der Dunkelheit, wo es mufft, wo es nach Löwen mufft, wo man Angst haben könnte. Daniel ist völlig in der Ruhe. Und dieser König, ihn plagt sein Gewissen. Was habe ich da gemacht? Warum habe ich dieses Gesetz erlassen? Er ist absolut unruhig. Sein Herz ist schwer und er weiß nicht, was mit Daniel passieren wird. Daniel hingegen weiß, ich bin unschuldig. Er vertraut seinem Gott, lesen wir. Er sagt, ich habe nichts Falsches getan. Er lebt in diesem Glauben, in diesem Frieden. Wir sehen diese Beziehung, die der König hat zu Daniel, seine Angst. Wir sehen aber auch die Beziehung, die Daniel hat zu seinem Gott. Halleluja. In der Morgendämmerung, als es hell wurde, stand er auf und ging voller Unruhe zur Löwengrube und redet mit Daniel. Was für eine Ansprache, was für ein Gefühl. Daniel, du Diener des lebendigen Gottes. Das war eine Aussage, die sehr ungewöhnlich war für einen König damals. Insbesondere in dieser Religion Zoroastrismus, diese Religion, die ganz andere Götter hatte. Und er sagt, du von dem lebendigen Gott. Das hat er von Daniel wahrscheinlich aufgeschnappt, weil es war eine typische Art, wie man den Gott Yahweh ansprach für die Juden. Man sprach immer von dem lebendigen Gott im Vergleich zu den toten Götzen. Das war eine typische Ansprache und er verwendet das. Dein lebendiger Gott hat er dich gerettet.
Er kannte Daniels Leben schon. Das hat Bände gesprochen. Er kannte die Beziehung. Aber er kannte noch nicht diesen Gott persönlich. Er wusste nicht, hat das getan. Und Daniel, ich finde es so spannend, der König, der ist voll unruhig, der hat Angst, der ist zittrig, während er draußen ist, nicht in der Löwengrube, dem geht's gut, der hätte gut schlafen können, der hat keinen Schlaf bekommen. Und Daniel, der hat sogar noch diese Ruhe, den König gebührend anzusprechen, wie es gewöhnlich war, der König lebe ewiglich. Der ist so entspannt, der ist so in der Ruhe Gottes, dass er sogar noch diesen Respekt dem König gibt, so, du König, lebe ewig. Während Daniel hätte sterben sollen in der Löwengrube und dem König geht's gut, der lebt ja, sagt der König, lebe ewig, und der König fragt, lebst du noch? So ein Widerspruch. Aber das ist das Wunderbare, in den Händen Gottes zu sein. Du und ich, wenn wir Kinder Gottes sind, unabhängig der Umstände, können wir diesen Frieden haben. Und Daniel redet mit ihm und er sagt, mir geht's gut. Ich bin in Frieden, die Löwen, die laufen herum, wie süße Kätzchen, ist alles entspannt. König, entspann dich, mir geht's gut. Kann dein Gott dich erretten aus deiner Not? Hat er das getan? Halleluja, er hat es getan. Er hat mich gerettet. Und ich will auch uns fragen, kann dein Gott dich erretten aus deiner Not? Unser Gott kann unsere Familie sein. Unser Gott kann unser Geld, unser Konto sein. Unser Gott kann unsere Arbeitsstelle sein. Safe, ich habe meine Arbeitsstelle, also habe ich Geld, also komme ich klar. Unser Gott kann unser Körper sein. Kann unser Gott uns erretten in diesen Krisen, wenn es nicht der Gott der Bibel ist? Nein, er kann es nicht. Nichts kann uns retten, wenn hier alles drunter und drüber geht, außer unser wunderbarer Jesus. Nichts. Und worauf vertrauen wir? Wir können diesen Frieden haben in diesen Krisen, wenn wir diesen Gott kennen aus diesem Buch, aus diesen Worten, wenn wir ihn kennen wie Daniel. Wir können den gleichen Frieden haben wie Daniel. Wenn wir hineinschauen in das Wort, wenn wir es lesen, das sind nicht einfach nur nette Geschichten, es ist eine Offenbarung, wie jemand mit Gott wandelt. Daniel war kein Übermensch, er war ein Mensch, der im Glauben gewandelt ist. Er kannte Gott. Und deswegen hatte er keine Angst vor den Löwen. Wenn ich heute sterbe, okay. Wenn ich nicht sterbe, mein Gott kann auch den Mund der Löwen verschließen. Und das ist, wie Daniel auch redet. Er sagt, o König, du mögest ewig leben. Mein Gott hat seinen Engeln gesandt und den Rachen der Löwen verschlossen. Was macht Daniel? Sofort gibt er Gott die Ehre. Sofort spricht er Gott die klare Ehre. Ja, er sagt, dieser Gott hat mich gerettet. Er spricht Gott zu, er hat mich gerettet. Nicht ich war so toll, so stark, ich habe den mal auf die Schnauze gehauen, ich habe mich versteckt. Nein, mein Gott hat durch Engel mich gerettet. Und das ist ein Zeugnis. Und wir haben einmal im Monat sonntags einen Zeugnisgottesdienst, wo wir keine Predigt haben, weil wir glauben, dass Zeugnisse auch eine Predigt sein können. Wo jeder in der Gemeinde, unabhängig Mann oder Frau, alt oder jung, erzählen darf, was er es getan hat. Und ich will hinzufügen, was ich manchmal höre, es gibt so diese Zeugnisse, wo jemand aus Sex, Drugs, Rock'n'Roll kommt, aus der Welt, und wir können 80% darüber reden, was alles für Mist wir gebaut haben in der Welt, und 20% davon, was er es getan hat. Ich persönlich, ich sag hier, ich finde das nicht gut. Ich denke, es sollte andersrum sein. 20% können wir davon reden, was die Vergangenheit war. Und manchmal sind wir Christen, also ich habe in meinem Leben noch nie geraucht. Ich war noch nie betrunken, angetrunken oder sonst was. Dass wir manchmal das so spannend finden zu hören. Boah, das hast du erlebt. Du warst mal drogensüchtig, du warst mal kriminell. Und dann erzähl mal. Das gibt Gott nicht die Ehre. Das brauchen wir nicht. Daniel geht gar nicht darauf ein, wie die Nacht war. Daniel erzählt, mein Gott hat mich gerettet. Und darum geht es in den Zeugnissen auch. Wir können so viel erzählen, was habe ich alles falsch gemacht? Boah, krass! Darum geht es nicht in Zeugnissen. Es geht darum, um Jesus zu verherrlichen, um zu sagen, was er getan hat. Und wir können in Zeugnissen ganz viel erzählen, ja, und ich habe das getan und das getan und das getan. Was hat Jesus getan in, durch und mit uns? Das ist der Fokus. Wir dürfen mitmachen. Wir sind im Zeugnis dabei. Wir müssen uns nicht verstecken. Aber Gott gebührt die Ehre und das macht Daniel direkt hier.
Daniel gibt Gott die Ehre und er zeigt, wie Gott bei ihm ist. Wir haben eine Parallelstelle in 2. Timotheus 4,17. Wir wissen keine Details, aber der Herr stand zu mir, zu meiner Seite und gab mir Kraft, sagt Paulus, sodass ich meinen Auftrag, allen Völkern seine Botschaft zu verkündigen, auch bei dieser Gelegenheit zu Ende führen konnte. So hat er mich noch einmal aus dem Rachen des Löwen gerettet. Wir wissen nicht ganz genau, worauf er sich bezieht. Meint er da wortwörtlich Löwen? Aber das ist so spannend. Paulus wurde ja auch von einer Schlange gebissen und er ist nicht gestorben. Gott hat ihn gerettet. Alle dachten, er stirbt an dem Gift. Gott war bei ihm. Gott ist bei uns. Und wir haben es schon mal gelesen in Kapitel 4, wie Gott Engel schickt, die uns beschützen, die Teil sind von unserem Alltag. Und er sagt hier, Gott hat einen Engel geschickt, seinen Engel gesandt, um den Rachen der Löwen zu verschließen. Wisst ihr, wir sind nicht alleine. Und ich glaube, manche von uns fühlen sich alleine, wenn 122 Leute gegen mich sind, die Satrapen und die Minister, auf der Arbeit die Leute, meine Nachbarn, meine Familie, das ist nicht einfach. Aber ich will dir sagen, du bist nie alleine. Gott hat uns seinen Geist gegeben. Gott hat in seiner Dreieinigkeit ist er für uns. Gott hat uns die Gemeinde gegeben, die Gemeinde ist für dich. Gott hat uns sein Wort gegeben und in seinem Wort sagt er ganz klar, ich bin für dich, nicht gegen dich. Und Gott hat auch Engel geschenkt, eine große Armee, die wir nicht sehen, aber die uns beschützen. Sachen, wo wir gar nicht wüssten, vielleicht hätten wir da einen Unfall gebaut, mit dem Auto, irgendwie, wo Engel da sind, mittendrin in unserem Alltag. Wir sind nicht alleine. Du bist nicht alleine. Gott ist bei dir. Du hast Rückenschmerzen. Du hast irgendwie Knieschmerzen. Du hast körperlich was. Du merkst, ich habe Kopfschmerzen. Du merkst, ich bin angefochten. Du merkst, in deiner Arbeit fühlst du dich alleine. Du bist nicht alleine. Gott ist bei dir. Der Heilige Geist lebt in dir. Sein Wort spricht für dich. Wir als Gemeinde wollen weiter wachsen. Dass wir einander ermutigen, anschreiben, anrufen, besuchen. Und seine Engel, die wir nicht anbeten, aber für die wir dankbar sein dürfen. Gott, danke, dass auch Engel uns beschützen. Und Daniel gibt Gott die Ehre, sagt, hier wurde ein Engel gesandt. Ich finde es spannend, wir wissen es nicht ganz genau. Aber das vielleicht so der den Engel gesehen hat, das war nicht ungewöhnlich in der Bibel. Und der Engel war die ganze Nacht da. Und Daniel, ich weiß nicht, wie der geschlafen hat, ob der auf den Löwen geschlafen hat. In der Kinderbibel ist immer so, Daniel schläft irgendwie auf dem Bein oder so vom Löwen, lehnt sich an die an. Ich weiß es nicht. Aber was für ein Friede da war. Boah, da ist ein Engel. Boah, ich bin gerade müde. Ich bin schon 80. Meine Eltern brauchen mehr Schlaf als 50 oder 40, wo sie damals waren. Die brauchen mehr Schlaf. Und Daniel war schon 80. Vielleicht braucht er mehr. Boah, ich bin müde. Der Engel ist da. Ich gehe schlafen. Der Herr schenkt in seinem Schlaf. Wer Jahwe fürchtet und ehrt, den umgibt sein schützender Engel und er befreit ihn. Halleluja. Wer Jahwe fürchtet und ehrt, den umgibt sein schützender Engel. Und was war sein Geheimnis? Nochmal, was war das, was ihn ausgemacht hat? Sein Glaube. Wir lesen Hebräer 11, 33 und 34. Aufgrund des Glaubens haben sie Königreiche niedergezwungen, für Gerechtigkeit gesorgt und bekommen, was Gott ihnen versprochen hat. Hier geht es um die Glaubenshelden, Männer und Frauen Gottes. Sie verschlossen Löwen das Maul. Haben sie es getan? Mit der Hand? So? Nein! Im Glauben an Gottes Wirken durch die Engel, löschten glühendes Feuer, entkamen dem tödlichen Schwert. Aus Schwäche gewannen sie Kraft, im Kampf wurden sie stark und schlugen feindliche Heere zurück. Daniel ist einer dieser Beispiele. Daniel ist einer dieser Beispiele, wo die Mäuler der Löwen verschlossen wurden. Wir lesen nicht, dass er den Mund zugehalten hat. Ich habe es geschafft, ich war Herkules, ich war stark. Nein, Gott hat es getan. Ich habe geglaubt, ich habe reingelebt. Ohne irgendwas falsch zu machen, oh König. Halleluja. Aus Schwäche gewann sie Kraft. Aus Schwäche. Daniel, ich glaube nochmal, wir haben gelesen in Kapitel 6, Vers 12, er hat gefleht, laut gefleht in Aramäisch. Der war ein Mensch wie du nicht. Aber er hatte Glaube, mein Gott kann. Mein Gott ist bei mir. Mein Gott ist der König. Und Halleluja, das ist durch Glaube. Und wir haben Zugang zum gleichen Glauben. Und wir lesen in der Bibel, Glaube ist wie ein Senfkorn. Und dieser Senfkorn wird bewässert, damit er wächst. Glaube, wenn wir anfangen, fängt damit an, Jesus, du hast mich gerettet, du vergibst mir. Das ist die Grundlage. Und dann jeden Tag haben wir kleine Möglichkeiten, wo wir vielleicht anfangen mit einem Gebet, Gott schenkt mir einen Parkplatz. Okay, Halleluja.
Wenn jemand nach 10 Jahren mir immer noch sagt, mein größtes Wunder ist, Gott schenkt mir einen Parkplatz, dann sage ich, dein Glaube ist nicht gewachsen. Das ist das größte Wunder. Unser Glaube, Halleluja für den Parkplatz, danke Jesus. Ich habe gebetet gegen Kopfschmerzen, Halleluja, danke, dass du die Kopfschmerzen weggenommen hast. Unser Glaube hat immer wieder Momente, wo wir sagen, okay Gott, hier brauche ich dich. Ich will sehen, dass du wirkst. Ich schaffe das alleine nicht. So ist ein Muskel. Ich nehme nicht die nächsten 10 Jahre 5 Kilo. Irgendwann kommen 7 Kilo, 10 Kilo, 20 Kilo, 50 Kilo. Ich bleibe nicht stehen. Und auch im Glauben, wir bleiben nicht stehen. Es kommen neue Herausforderungen. Je mehr wir mit Gott wandeln, werden, und je älter wir werden, es kommen Herausforderungen. Auch in unserem Leben, in unseren Umständen, es kommen Herausforderungen. Und in diesen Herausforderungen dürfen wir wieder beten und nah bei ihm bleiben. Gott, ich brauche dich. Hilf mir. Zeige du dich, offenbare du dich. Und wir erzählen von seiner Herrlichkeit. Mein Gott war da, er hat gewirkt. Wir geben ihm die Ehre. Dann befahl der König, die Männer, die Daniel verleumdet hatte, samt ihren Frauen und Kindern herzuholen und in die Grube zu den Löwen zu werfen. Noch ehe sie den Boden der Grube berührt hatten, fielen die Löwen über sie her und zermalmten ihnen alle Knochen. Ich werde damit abschließen. Ich werde nicht tief hineingehen in das Gebet und diese Aussage von dem König, den Befehl an die anderen Leute. Ich will hier abschließen und auch mit einem Gedanken, während wir Sachen sehen auf dieser Erde, die ungerecht sind. Ich war in Griechenland und da war jetzt einer der geistlichen, sehr bekannten Männer, der in Athen in einer der großen Kirchen gedient hat, der ein 12-jähriges Mädchen über Jahre als Prostituierte rausgeschickt hat, um Geld zu bekommen durch sie. Und in Griechenland ist gerade überall eine Zeitung, wir waren jetzt diese Woche da, die Leute sind sehr wütend, auch auf die Kirche so ein bisschen, wie kann das sein? Ein Kirchendiener, ein Mann Gottes, ein Bekannter, alle haben gesagt, das ist unmöglich, seine Nachbarn sagen, das kann nicht sein. Fragen sich, wie ist es möglich? Weil man hat seine Kontoauszüge gefunden und das Mädchen zog sich anders an, man hat es entdeckt. Und da kommt eine Wut auf, kommt ein Ärger auf. Kommt das auf, wenn man sagt, Gott, ich sehe die Ungerechtigkeit in der Welt. In Corona habe ich erlebt, wie Leute sauer waren auf Deutschland. Oh, Deutschland, die Gesetze, Maske. Kannst verstehen, wo Leute sauer waren. Verschiedene Sachen, die wir sehen, verfolgte Christen. Wir sehen die Ungerechtigkeit auf dieser Erde. Gott wird eines Tages alle Ungerechtigkeit bestrafen. Wir dürfen in diesem Frieden leben. Wir lesen in Offenbarung 6, 10 bis 11. Sie riefen mit lauter Stimme, du heiliger und wahrhaftiger Herrscher, wie lange dauert es noch, bis du unser Blut an den Bewohnern der Erde rächst und sie richtest? Das sagen die Christen, die umgebracht worden sind. Habt noch eine kurze Zeit Geduld, bekam sie zur Antwort, während jeder von ihnen ein weißes Gewand erhielt. Erst müsse noch eine bestimmte Zahl ihrer Glaubensgeschwister zum Ziel kommen, so wie sie getötet werden. Hier kommt auch in dem Himmel die Frage, Gott, wann übst du Gerechtigkeit aus? Und es ist gesund, dass wir als Christen diese Ungerechtigkeit sehen und sauer darüber sind. Es ist schlecht, wenn wir darüber gleichgültig sind. Es ist gesund, wenn du Sachen siehst. In der Gemeinde sagt man manchmal, man darf nicht sauer sein, wütend sein. Es ist gesund, wenn wir sagen, das ist nicht in Ordnung. Das sollte nicht so sein. Christen waren oft eine Stimme auch der Gerechtigkeit in der Gesellschaft, in der Vergangenheit, dass wir sagen, no, so darf man nicht mit den Sklaven umgehen. So darf man nicht mit Menschen umgehen. Das darf man nicht tun. Und in der Welt gibt es viel Ungerechtigkeit. Es gibt wunderbare Missionsgesellschaften. Ich habe eine kennengelernt, so ein bisschen IJM, glaube ich, heißt die International Justice Ministry, die sich einsetzen für Menschenhandel, beziehungsweise dagegen, um Menschen rauszuholen aus dem Menschenhandel. Um insbesondere Kinder, die prostituiert werden, die versklavt werden, die helfen denen raus. Ich bin sehr dankbar für diesen Dienst. Aber was wir wissen dürfen, inmitten unseres Zornes, unserer Wut, wir haben die Aufgabe, während wir dagegen arbeiten, die Menschen selber zu segnen, das Evangelium zu predigen. Die Männer hier, diese bösen Männer und ihre Familien, die kriegen ihre gerechte Strafe schon sofort. Wir haben keine Garantie, dass Menschen auf dieser Erde diese Strafe erleben. Manchmal werden Leute schon jetzt ins Gefängnis geschmissen. Manchmal erleben Leute jetzt schon eine gerechte Strafe ein Stück weit. Aber wir dürfen Frieden haben. Gott wird Gerechtigkeit walten lassen. Leute fragen, wo ist Gott in dem ganzen Leid? Das ist diese Frage. Wo ist Gott? Und wir können sagen, Gott ist da. Gott sieht alles. Es wird alles aufgeschrieben. Gott weiß alles. Jede Tat.
und er wird sie eines Tages bestrafen. Aber mein Wunsch, und das ist Gottes Wunsch, Gott freut sich nicht am Tod der Ungerechten, lesen wir. Mein Wunsch ist, dass jeder Buße tut und gerettet wird. Wir, ich und du, wir würden auch die Strafe Gottes verdienen. Auch wenn ich nicht so schlimm bin wie irgendwelche anderen kriminellen, bösen Menschen. Wir verdienen auch diese Strafe. Wir werden sie nicht erhalten. Und unsere Aufgabe auf der Erde ist einerseits, dagegen zu sprechen, aufzustehen, zu sagen, das ist nicht gut. Aber gleichzeitig für diese Menschen zu beten. Zu beten, dass sie auch Jesus kennenlernen. Und das ist auch mein Wunsch einfach. Ich sehe Daniel, wie demütig er ist. Daniel geht nicht auf diese Männer ein. Übrigens, schmeißt du die jetzt auch da rein? Das macht der König von sich aus. Daniel gibt Gott die Ehre. Daniel redet über Gott. Daniel spricht über sein Gewissen. Und legt nicht den Wert darauf, was die anderen falsch gemacht haben. Und das ist auch in unserem Leben manchmal so. Wir erleben Ungerechtigkeit. Und ich habe es schon erlebt in der Gemeinde, wie Leute über Jahre reden, der hat mir das angetan. Über Jahre. Die sind stehen geblieben, weil irgendjemand sie mal verletzt hat. Irgendjemand ihnen mal was angetan hat. Und ich kann es verstehen. Ich habe auch nicht immer nur Sonnenschein gehabt in der Gemeinde. Aber unsere Aufgabe ist, sofort zu vergeben. Und wenn nicht sofort, Gott zu bitten, Gott, helf mir, in einen Prozess zu kommen der Vergebung. Und manchmal dauert es länger, okay. Also sagen, Gott, hilf mir, ich will vergeben. Und es tut weh, vielleicht sogar über Jahre, dein Vater, deine Mutter, die dich verletzt haben. Leute in der Klasse, die dich gemobbt haben. Sagen, Gott, hilf mir. Unsere Aufgabe, wir sind nicht die verurteilen. Wir sind nicht die, das Gericht Gottes ausüben. Wir werden nicht Leute töten. Wir werden bitten, Gott, hilf mir. Wie kann ich da sein? Wie kann ich Salz und Licht sein? Daniel war da für einen Tyrann namens Nebukadnezar und hat, ich glaube, wie gesagt, ihn zum Glauben geführt und vielleicht sogar Darius, ein Oberbefehlshaber, ein Mann, der auch viele Menschen auf dem Gewissen hatte und der nicht ein Mann Gottes war. Und Daniel war für ihn da. Daniel führte ihn zumindest zur Erkenntnis von Gott, vielleicht sogar in den Himmel. Das werden wir sehen. Und das ist mein Wunsch auch für uns. Dass wir, während wir Bitterkeit, während wir Sachen erleben, die uns wehtun, vielleicht sogar bitter machen können, zu sagen, Gott, du hast alles in der Hand. Du wirst das letzte Wort haben. Du wirst Gericht üben. Während ich auf dieser Erde lebe, habe ich den Auftrag zu lieben, zu segnen, sogar meine Feinde, ihnen Gutes zu tun. Hilf mir dabei. So will ich einfach auch für die beten, die verletzt sind. Jesus, ich bete für die, die verletzt wurden in Gemeinde, ganz bewusst in Gemeinde. Sei es durch Älteste, sei es durch Verurteilung, vielleicht sogar Missbrauch. Ich bete für Heilung, mein Gott. Dort, wo man gesagt hat, du hast keine Zungenrede, du bist nicht so geistlich wie wir, du hebst nicht die Hände, du ziehst dich nicht so an wie wir. Ich bete für Heilung, mein Gott. Für die, die in Gemeinde Schmerzen erlebt haben. Dass sie das trennen können und sagen können, du bist anders. Und dass sie bei dir Liebe empfangen, Heilung empfangen und dass sie auch vergeben können, dass sie loslassen können. In Jesu Namen. Amen. Nächste Woche geht es weiter mit dem Thema Prophetie. Daniel Kapitel 7, es wird sehr, sehr spannend. Ich weiß noch gar nicht, wie ich damit alles umgehen werde. Aber ich freue mich. Bis dann.